Das Wetter bis Mittwoch in Kurzform. Heute zieht sich der ergiebige Dauerregen nach Südosten zurück und klingt ab. Dahinter lockern die Wolken immer mehr auf. Bis zum Nachmittag wird es im kalten Wind im Westen sonnig, bei Höchstwerten von 17 bis 25 Grad. Morgen haben wir im Nordwesten viele Wolken, Richtung Küsten auch Regen mit kaltem Wind. Im Süden Sonnenschein mit gefühltem Hochsommerwetter. In den Alpen sind ein paar Schauer und Gewitter unterwegs. Und am Mittwoch gibt es im Norden wieder Wind und Regen, in der Mitte immer mehr Gewitter, im Süden noch Hochsommerflair. Und jetzt ganz ruhig. Ich grüße Sie und grüße euch zu einem Juni, der noch nicht zu Ende ist, aber doch etwas Besonderes zumindest mancherorts für den Wald gebracht hat, nämlich den lang ersehnten ergiebigen Regen. Das ist die klimatische Wasserbilanz, das, was gefallen ist und das, was verdunstet ist, vom Alpenrand über den Thüringer Wald bis Richtung Südniedersachsen gibt es sogar einen Überschuss. Im Westen und vor allen Dingen im Nordosten, hier fehlt der Regen. Und die Regensummen in Prozent des Junis bisher bis einschließlich Samstag sehen wie folgt aus. In den Ländern Thüringen 127, Bayern 117%, Schlusslichter sind Berlin-Brandenburg auf dem vorletzten Platz mit 81% des Niederschlags und Sachsen mit 77%. Und das gesamtdeutsche Mittel lag bis Samstag bei 98%, hat aber jetzt die 100% überschritten. Und das kommt noch dazu, bis Dienstagabend vor allen Dingen im Süden sehr viel, auch in den Küstengebieten gibt es ein bisschen was. Und das heißt, der Juni 2020 wird der erste meteorologische Sommermonat seit dem August 2017 sein, der zu nass ausfällt. Kann man applaudieren und Danke sagen, gerade für den Wald. Und es regnet heute weiter, anfangs bis zur Mittagszeit im Südosten mit ergiebigem Dauerregen unter Gefahr von lokalen Überflutungen. Ansonsten sind noch ein paar Schauer unterwegs, in den Alpen auch Gewitter. Am Nachmittag wird es dann immer sonniger. Der Regen zieht sich in den Osten Österreichs zurück und im Westen Deutschlands und in der Schweiz setzt sich immer mehr die Sonne durch. Sonnig ist es auch Richtung Gardasee. Der Wind ist unangenehm und kühl und die Höchstwerte liegen bei 17 bis 25 Grad. Im Wind fühlt sich das deutlich kälter an, auf der Alpen-Südseite deutlich wärmer. Und dadurch, dass es sich kühler anfühlt, gerade dann am Nachmittag im Westen, spüren wir die Kraft der Sonne nicht, sprich Sonnenbrand und Sonnenstichgefahr. Die Nacht wird klar oder locker bewölkt. Im Norden sind ein paar Schauer unterwegs. Bei nur 16 bis 6 Grad, gerade morgen früh, ist es dann im Norden gefühlt sehr, sehr frisch. Tagsüber haben wir in der Nordwest- und Nordhälfte mehr Wolken als Sonne. Richtung Küsten auch ein paar Schauer. Einzelne Schauer und Gewitter bilden sich in den Alpen. Dazwischen gibt es viel, viel Sonnenschein. Und hier, wo wir die vielen Wolken haben, ist der Wind sehr unangenehm und die Temperaturen stapfen sich auf 17 bis 22 Grad im Norden, 20 bis 26 Grad im Süden, in den Alpenländern und auf der Alpen-Südseite auf bis zu 29 Grad. Die gefühlten Temperaturen, die Extreme, liegen bei Regen an der See bei 10 Grad, im Süden mit Sonnenschein bei 30 Grad, stechendem Sonnenschein und auf der Alpen-Südseite bei bis zu 35 Grad. Gehen wir noch ganz kurz den Mittwoch durch. Da haben wir im Norden immer mehr Regen. Auf der See zeigt sich die Sonne. In der Mitte bilden sich bis zum Nachmittag viele Schauer und Gewitter. Zuvor scheint im Süden noch die Sonne, ebenso auf der Alpen-Südseite. In den Alpen bilden sich Schauer und Gewitter, gegen Abend dann auch sonst. Die Höchstwerte staffeln sich auf 17 bis 22 Grad im äußersten Norden und auf 27 bis 32 Grad in Bayern, Baden-Württemberg und in den Alpenländern.